was war denn los? Der Verkehrsunfall hat sich innerorts ereignet in der Salzburger Straße in Bad Reichenhall. Nach jetzigem Stand ist ein Pkw-Fahrer allein beteiligt, hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist von der Straße abgekommen. Und in der Folge sind 3 Personen verletzt worden und eine Person leider verstorben. Jetzt ist hier ja Schulgebiet als 30er-Zone, jetzt hier 50. Das Auto ist vollkommen zerstört, die Litfaßsäule auch. Also es ist schon eine erhebliche Gewalt dahinter gewesen, oder? Ja, es war wirklich ungewöhnlich. Wir sind um 14.11 Uhr alarmiert worden mit dem Stichwort THL3, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt und 3 bewusstlose Personen. Und die Anschrift hier, wie gesagt, ist ein Mehrwohngebiet, Schule und Kirche nebenan. Sehr ungewöhnlich, wie gesagt, aber tatsächlich hier beim Eintreffen ist dieses grüne Kleinfahrzeug hier gegen eine Betonlitfaßsäule geprallt mit der Fahrerseite. Und beim Eintreffen war eine Person noch hinter dem Auto eingeklemmt und 3 weitere sind praktisch mehr oder minder verletzt am Boden, außer vom Fahrzeug schon versorgt worden. Jetzt ist es ja ein doch sehr dramatischer Unfall, weil es gab ja ein Todesopfer und die anderen Opfer sind ja auch relativ schwer verletzt, oder? Ja, richtig. Der Fahrer, die Person hinten links, wurde dann relativ zügig aus dem Fahrzeug gerettet, konnte aber dann leider nicht mehr gerettet werden. Er ist verstorben und die anderen 3 haben auch 2 davon mittlere bis schwere Verletzungen davongetragen.